Der Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Liebe Patientinnen und Patienten, heute möchte ich mit Ihnen mir etwas näher die Steigbügelplastik, die sogenannte Stapesplastik, anschauen, die bei einer Verknöcherung des Steigbügelapparates auftritt. Das ist im Wesentlichen der Steigbügel, der hier in der Tiefe sitzt, auf dem Innenohr sitzt, der sich verknöchert und das ovale Fenster, was zu einer Hörminderung führt. Bei der Steigbügelplastik gibt es verschiedene Risiken, die auftreten. Zum einen ist es natürlich so bedingt durch das Ohr, das fürs Gleichgewicht zuständig ist. Also Gleichgewichtsstörungen können auftreten, bis hin zu Gangunsicherheit. Dann das Hörorgan, Ohrgeräusche zum Beispiel, Hörverlust bis hin zur Ertaubung sind theoretisch möglich und denkbar. Und was eigentlich fast häufig auftritt bei Stapesplastik, weil man das Innenohr öffnen muss, ist durch ein noch im Innenohr Schwindel, der für mehrere Wochen bleiben kann. In der Regel äußert er sich als Schwankschwindel, muss er aber auch nicht. Manche Patienten sind auch völlig asymptomatisch. Das ist immer unterschiedlich. Darüber hinaus gibt es noch den Gesichtsnerven, der in der Wandung läuft. Manchmal liegt er auch frei in der Paumenhöhle. Man muss direkt daran vorbei, wenn man die Prothese einführen möchte. Der kann geschädigt werden, kann also eine Gesichtsnervenlähmung kann auftreten, partiell, also teilweise oder auch komplett, was sehr selten ist, aber sein kann. Wenn der Gesichtsnerv zum Beispiel die ovale Nische beugt, ist das möglich. Und von ihm ausgehend noch der Geschmacksnerv, der läuft frei durch die Paumenhöhle, der eben zu Geschmacksstörungen führen kann, in der Regel nur vorübergehend sind und dann nach einigen Tagen, Wochen wieder verschwinden werden. Als allerletztes ist noch wichtig, dass bei der Steigbügelplastik es durch eine langfristige Erosion, durch die Prothese am Amboss bzw. am Hammerschenkel, hier es zu einer Verschädigung der Kyoklinkette kommen kann und dass eine Rezidiv, eine zweite oder dritte Operation nötig sein kann. Vielen Dank.